poetry. Also entweder 3-1 oder 4-0, dann könnte das hier heute mal ein schnelles Ende nehmen. Normalerweise ist man ja sehr, sehr, sehr gespannte, spannende meine Matches in Hildburgstein allgemein gewöhnt und insbesondere gegen Fortuna Passau, die allerdings momentan ein bisschen schwächeln und ihre, ich glaube, 1-6 Niederlage letztes Wochenende in Leislerheim erstmal verdauen müssen.